Hi und herzlich willkommen heute zu meiner Lieblingskrankheit, Typ-2-Diabetes und einer neuen Studie über Typ-2-Diabetes und vegane Ernährung. Eine Meta-Analyse, die erschienen ist, die der veganen Ernährung gravierende Vorteile zuspricht. Und damit mache ich jetzt hier und die Wissenschaftler auch hier genau das, was ich letzte Woche kritisiert habe in meinem Video darüber, wie man sich mit veganer Ernährung schaden kann. Ich verwende das Wort vegan, während es um Medizin geht, obwohl es kein medizinisches Wort ist, sondern ein ethisches Wort. Der Ausdruck vegan sagt nichts darüber aus, ob eine Ernährung gesund ist oder ungesund. Und doch zeigt sich hier, dass eine vegane Ernährung bei Typ-2-Diabetes hilft. Und die Autoren dieses neuen Papers nennen es auch explizit vegane Ernährung bei Typ-2-Diabetes. Dieses Video wird übrigens ebenfalls mal wieder präsentiert von meinem Raus aus der Lustfalle Esssuchtkurs, das DIY, der Selbstlernkurs, den man jederzeit rund ums Jahr käuflich erwerben kann. Link in der Infobox. So, was ist hier also passiert? Forscher einer Universität in Dänemark haben festgestellt, dass vegane Ernährung immer beliebter wird und es immer mehr Studien dazu gibt und auch immer mehr spekuliert wird, ob sie bei Typ-2-Diabetes helfen kann. Und dann haben sie sich alle Studien, die sie dazu finden konnten, in einer Medizindatenbank geschnappt und da mal geschaut, haben wir dazu Fakten. Und zu den Studien, die man da hatte, es waren keine klinischen Studien, sondern Kohortenstudien. Das heißt, wir haben die Epic Oxford Studie, wir haben die Nurses Health Study, wir haben die Health Professionals Follow-up Study, wir haben die Adventists Health Study. 11 Studien insgesamt, wo Fragebögen verteilt wurden. Die Menschen wurden dazu gefragt, wie sie sich ernähren, was sie wiegen, also diese ganzen Sachen. Und hier hat sich gezeigt, dass eine vegane Ernährung sowohl das Gewicht besser reduziert als andere Ernährungsweisen, dass sich der Blutzucker besser einstellen lässt, dass der Cholesterinspiegel fällt, dass das LDL fällt, etc. Und die Studien waren natürlich alle unterschiedlich gestaltet. Manchmal wurde verglichen mit einer mediterranen Ernährung, manchmal mit einer typischen Diabetesernährung, manchmal nur mit dem, was die Patienten sonst so gegessen haben. Und daher ist die Aussagekraft hier nicht wirklich so gravierend. Also, und es könnte jemand auf die Idee kommen, ha, vegane Ernährung hilft bei Typ-2-Diabetes. Na gut, dann ernähre ich mich jetzt nur noch von Oreos, Pringles und veganem Ben & Jerry's. Und nein, das geht so nicht mit dem Typ-2-Diabetes. Also das ist eine Korrelation. Auch, ne, dass es zufällig eine vegane Ernährung ist, die bei Typ-2-Diabetes hilft. Denn man könnte ja auch hingehen und sagen, eine Ernährung, die fettarm, vollwertig, pflanzlich, fettarm, vollwertig und weitestgehend pflanzlich ist und ein paar tierische Produkte enthält, die kann das vielleicht auch. Also, ich mag auch hier das Wort vegan nicht. Obwohl es vegan war, ja, ich weiß, ich weiß. Häufig geht bei Leuten, die sich vegan ernähren, auch eine bewusstere Ernährung damit einher. Die Studienautoren gehen davon aus, dass eine vegane Ernährung in der Regel weniger Fett enthält und auch weniger Cholesterin enthält und dass deswegen die Menschen so gut abgenommen haben. Halt die Energiedichte ist in der Regel bei veganer Ernährung besser. Und ich erinnere mich an, es gibt eine amerikanische Köchin, Isa Chandra Moskowitz, die schreibt seit 30 Jahren vegane Kochbücher und die ist mittlerweile dick geworden. Und sie sagt selber, zu Anfang, als ich vegan wurde, da habe ich halt nur dauernd Hülsenfrüchte und Naturtofu und alles selbst gekocht gegessen. Und jetzt gibt es den ganzen veganen Junk da draußen. Und deswegen, jetzt bin ich übergewichtig. Alle Rezepte, die sie macht, ist haufenweise Cashews drin. Und das ist natürlich auch traumlecker. Aber das hilft dann natürlich wahrscheinlich auch nicht so optimal bei Diabetes. Wobei es natürlich schon hilft, wenn die Ernährung, die vegane Ernährung, die der Typ-2-Diabetiker macht, besser ist als die Ernährung, die er vorher gemacht hat. Möglicherweise isst er dann tatsächlich weniger Fett und möglicherweise isst er auch tatsächlich weniger Zucker. Und machen wir uns auch nichts vor, ein Becher Eis bei Aldi kostet 1,50, ein Ben & Jerry's kostet 7 €. Also viele vegane Industrieprodukte sind auch einfach um Längen teurer.
Schrieb mir auch jemand unter mein letztes Video, ich habe mich noch nie so da durchgefressen durch die ganzen veganen Industrieprodukte, einfach weil die so wahnsinnig überteuert sind. Und ich sage, ja, danke. Gott sei Dank kostet ein Becher Ben & Jerry's 7 Euro. Jedes Eis sollte 7 Euro kosten, dann würden die Leute nicht so viel von dem Scheiß kaufen. Es ist toll, wenn man sich das mal gönnt, wenn das mal was Besonderes ist. Aber damit heilt man natürlich auch keinen Typ-2-Diabetes. Ich habe in der Vorklinik, also in den ersten 4 Semestern des Medizinstudiums, müssen wir in Köln ein wissenschaftliches Projekt schreiben, ein vorklinisches wissenschaftliches Projekt. Und wenn wir dann noch ein zweites machen, das dann auch die Doktorarbeit sein kann, dann haben wir unseren wissenschaftlichen, unseren Forschungsteil erfüllt für das Studium. Und meins war damals vegane Ernährung und Diabetes, beziehungsweise Dr. Neil Barnards Buch, was auf Deutsch heißt, ich glaube, Diabetes heilen ohne Medikamente, wissenschaftlich bewiesen, irgendwie sowas. Ich verlinke es euch unten drunter und blende es euch hier auch mal ein. Da schreibt Barnard ziemlich gut, wie eine gesunde antidiabetogene Ernährung, vegane Ernährung funktioniert. Und er hat nicht nur solche Kohortenstudien zugrunde gelegt, sondern er hat halt wirklich in seinem Physicians Committee for Responsible Medicine, er hat eine eigene Klinik, ich glaube in Boston, wo er dann eben auch Probanden hat, wo er eine Kontrollgruppe hat und eine Studiengruppe und da hat er dann auch vegane Ernährung getestet. Und wichtig war ihm in seiner Studie, dass die sich fettarm und vegan ernähren. Das vollwertig war sogar noch raus. Und da sind tatsächlich Leute auf die Idee gekommen, vegane Gummibärchen zu essen, die fettarm sind. Und das war mit drin. Also vegane Gummibärchen waren durchaus mit drin in der Studienkost, die er da hatte. Lilly. Und trotzdem funktionierte Barnards Ernährung besser als der Goldstandard bei Diabetesernährung, wo wahrscheinlich noch mehr Mist erlaubt ist. So, was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, in der Regel ist eine vegane Ernährung ziemlich gesundheitsförderlich. Sie muss nicht notwendigerweise gesünder sein als eine ausgewogene, fettarme, sehr pflanzendominante, omnivore Ernährung. Ich hatte auch unter meinem letzten Video eine Diskussion mit jemandem darüber, der mir schrieb, es ist einfach nicht wahr, dass eine vegane Ernährung, selbst wenn sie fettarm, vollwertig, pflanzlich, richtig und ausgewogen ist, gesünder ist als eine ausgewogene, gesunde, omnivore Ernährung. Und das stimmt. Und als Ärztin sage ich auch jederzeit, nein, aus gesundheitlichen Gründen muss man nicht vegan werden. Ich finde, aus ethischen Gründen, aus Nachhaltigkeitsgründen, aus so vielen anderen Gründen macht es Sinn, vegan zu werden, um Tierleid zu vermeiden, um Antibiotikaresistenz runterzuschrauben, um mehr Menschen auf der Welt ernähren zu können. Die Ukraine und der uns fehlende Weizenimport ist vor allem deshalb ein Problem, weil wir unser Vieh mit Weizen füttern, damit wir das Vieh essen können. Man kann entweder 10 Kilo Weizen essen oder 1 Kilo Fleisch. Womit glaubt ihr, kann man mehrere Menschen ernähren? Mit 10 Kilo Weizen. Natürlich, also aus diesen Gründen. Und eine falsch gemachte vegane Ernährung hat vielleicht zur Folge, dass man eine Schilddrüsenunterfunktion hat, dass man Osteoporose hat, dass man eine Anämie hat, also einen Eisenmangel. Niemand ist jemals davon gestorben. Aber eine falsch gemachte omnivore Ernährung führt zu Darmkrebs, führt zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, zu hohem Cholesterinspiegel, zu hohem Blutdruck, zu Schlaganfällen und dieses ganze Zeug. Also bei jeder Ernährung, sei sie vegan, vegetarisch oder omnivor, muss man wissen, wie sie richtig geht. Und auch bei einer veganen Diabetesernährung muss man wissen, wie sie richtig geht. Und ja, also ich denke, wenn ein Typ-2-Diabetiker sich falsch vegan ernährt und dann vielleicht aus Versehen zu wenig Jod isst, dann ist das weniger schlimm, als wenn jemand sich falsch omnivor ernährt und dann einen Herzinfarkt bekommt. Daher ist dann eine vegane Ernährung bei Typ-2-Diabetes immer noch besser, als wenn man versucht, sich omnivor antidiabetisch zu ernähren, denn da kann man mehr falsch machen und das Falsche hat schlimmere Konsequenzen. So.
Ich verlinke euch nochmal ein Video zu Typ 2 Diabetes und Diabetes und vegane Ernährung, denn darüber spreche ich hier ja auch schon seit 10 Jahren. Und deswegen ist Typ 2 Diabetes auch meine Lieblingskrankheit, weil man sie, solange sie noch nicht die Bauchspeicheldrüse zerstört hat, total schnell heilen kann. Das war's. Ich sag ciao. Macht's gut. Studien ebenfalls unten drunter. Bis dann. Bis ja, Montag. Eure Silke.